Also vielleicht als Antwort auf die gestellte Frage, Sozialisation wird nicht mehr nur ausschließlich mittels Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen gesehen, sondern was wir eigentlich brauchen, ist so eine eher selbsttätige, selbstorganisierte Aneignung von kulturell und sozial vermittelten Umweltangeboten. Das ist so eine Auffassung aus den 1970er, 1980er Jahren, da war das mit der Selbsttätigkeit und mit der Selbstorganisation ganz, ganz stark. Heute rudern die Pädagoginnen und Pädagogen da schon wieder ein Stück zurück und sagen, man kann die Menschen sich nicht nur selbst überlassen, also Aneignung funktioniert, ja, aber manchmal braucht es auch einen gewissen Impuls, damit die Aneignung überhaupt stattfindet. Wenn Sie es jetzt mal historisch sehen, sehen Sie, man geht eigentlich davon aus, man muss Menschen Werte psychisch und physisch implementieren, ja, also tatsächlich, das war eine Auffassung von Pädagogen, in der beispielsweise die körperliche Züchtigung noch ein Thema war, wenn du nicht pünktlich bist, dann haue ich dir auf die Finger, ja, da ging es um physische Implementierung, wenn Sie so wollen, von Werten, bis hin zu 70er Jahre, auch inspiriert natürlich durch die 68er. Wir eignen uns das alle selbst an. Heute sozusagen, es wandelt sich wieder in Richtung, ja, das funktioniert mit der Aneignung, aber manchmal muss man auch Impulse setzen. Ja? Das heißt, da sehen Sie eigentlich so die Vorstellungen, die Menschenbilder, die dahinter stehen, die pädagogischen. Wenn wir uns jetzt eine neue Definition anschauen, relativ neu von den 1980ern, aber eben bis heute immer noch sehr gebräuchlich, dann lautet die Sozialisation, das begrifflich zu fassen, als Prozess der Entstehung und Entwicklung der Persönlichkeit in wechselseitiger Abhängigkeit von Gesellschaft vermittelten sozialen und materiellen Umwelt. Sie sehen, da sind wir da angekommen. Ja? Es geht um ein Wechselspiel, es geht um soziale Umwelt und es geht um materielle Umwelt. Und das gucken wir uns jetzt gleich nochmal genauer an, was das denn eigentlich ist. Da spule ich ein bisschen vor quasi. Nämlich gleich zur ersten These von Hugelmann. Wenn in Deutschland das Thema Sozialisationstheorien aufkommt, dann denkt man relativ schnell an Klaus Hugelmann aus Bielefeld. Der hat das sehr geprägt, das Thema, und hat das so als Theoriekonzept zusammengefasst und hat in dem Zusammenhang auch 7 Thesen entwickelt und die sind wirklich ganz gut geeignet, so um erstes Grundverständnis zu bekommen. Wie gesagt, man könnte dazu nur allein zur Sozialisation könnte man eine ganze Vorlesung füllen. Hier geht es jetzt so um die Facts. Und er sagt, erste These, Sozialisation vollzieht sich in einem Wechselspiel von Anlage und Umwelt. Anlage mit Anlage sind die Gene gemeint, ist der Körper gemeint, die Dinge, die sie schon hatten, als sie auf die Welt gekommen sind. Und die entsprechend dann weiterentwickelt wurden. Und diese genetischen Anlagen bestimmen erstmal die Entwicklungspotenziale, die Entwicklungsmöglichkeiten und damit auch schon gewissermaßen auch den Lebenslauf. Und Umwelt ist erstmal all das, was sie umgibt. Ja? Damit ist nicht nur das Grüne gemeint und das, was die Grünen schützen, sondern wirklich Umwelt ist alles, alles, was sie umgibt. Das ist von der Luft angefangen, von Menschen bis hin zu Räumen, Gegenständen, Spielzeug und so weiter. All das ist Umwelt. Und die erste These sagt eben, Sozialisation vollzieht sich in diesem Wechselspiel aus Anlage und Umwelt. Und eine Frage, die immer wieder diskutiert wird, auch zum Beispiel in diesem Zeitartikel, der gerade noch rumgeht, zumindest am Rande, aber an anderen Stellen auch, Sie kennen diese Fragen. Was entscheidet mehr? Ja? Sind es die Gene, die sozusagen eine Person prägen, oder sind es die
Ist es die Umwelt? Ist es die, ja, der soziale Einfluss? Ja? Und wenn Sie jetzt hier schauen, Hurlmann hat so die These, das ist aber mehr so eine Arbeitsthese, dass das Ganze 50-50 ist. Ja? Und ich glaube, das kann man auch so mal erstmal stehen lassen. Haben Sie eine Abweichung? Ja, also ich könnte mir gut vorstellen, dass es halt auf die Ausprägung drauf ankommt. Also wenn es sehr starke Umweltfaktoren sind, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es einfach mehr Einfluss auf eine Persönlichkeitsentwicklung hat, als wenn einer halt eine sehr optimale Umwelt hat und dann eher seine genetischen Faktoren ausprägt. So kann man das zumindest, also es besteht so an gewissen Punkten besteht Einigkeit und an gewissen Punkten besteht Uneinigkeit, was diese Frage betrifft. Einigkeit besteht zum Beispiel, dass in den Randbereichen, also wie Sie sagen, wenn extreme Situationen bestehen, das aber auch in Bezug auf die Anlagen gilt, also beispielsweise, wenn jemand geboren wird, taub und blind beispielsweise, dann ist dieser Möglichkeitsraum einfach extrem eingeschränkt. Andere Dinge schränken es weiter ein. Die Schwierigkeit an dieser Stelle und die Schwierigkeit auch bei dieser Frage ist einfach eine forschungsmethodische auch. Man kann so etwas wirklich schwer untersuchen. Selbst mit Zwillingsstudien wird immer wieder gemacht, kann man nicht unbedingt ausschließen, was bestimmen tatsächlich die Anlagen und was hat die Umwelt geprägt. Weil auch die Umwelt, beispielsweise die Eltern bezüglich den Zwillingen, sich wiederum leicht anders verhalten, weil sich die Zwillinge irgendwann, also die einzelnen Kinder, sich irgendwann anders gegenüber den Eltern verhalten haben. Und dieses Wechselspiel lässt sich einfach forschungsmethodisch gar nicht mehr einfangen, weil man nicht weiß, was ist jetzt tatsächlich Umwelt und was ist Anlage. Sie merken, es ist schwierig, deswegen hier nochmal als Arbeitshypothese, wenn wir von 50-50 ausgehen, für diese Veranstaltung reicht es, wer sich noch tiefer damit beschäftigen will, wird feststellen, dass selbst die Forschenden, selbst diejenigen, die da wirklich ihr Leben gewidmet haben, in dieser Frage kaum wirklich weitergekommen sind, weil es wirklich forschungsmethodisch extrem herausfordernd ist. Aber lassen wir es schon mal für hier so stehen, 50-50 etwa. Wir kommen zur These 2. Und die zweite These besagt, dass die Persönlichkeitsentwicklung von Menschen sowohl durch psychische sowie soziale Bedingungen beeinflusst wird. Also das heißt, die geburtsbedingten körperlichen Vorgaben, die kann wirklich niemand von uns, kein Mensch kann die abstreifen, genauso wenig wie die psychischen Vorgaben, die sich im Laufe eines Lebens dann weiterentwickeln. Genauso aber auch wie die sozialen und die physikalischen Umweltbedingungen niemand beeinflussen kann. Und ob wir uns dem bewusst sind oder auch nicht bewusst sind, ändert ja nichts daran, dass sie auf uns einwirken. Ja? Also man kann sie, wie ich will sagen, man kann sie nicht ausschalten. Beide nicht. Das heißt also, körperliche und psychische Strukturen wirken auf uns ein, ohne dass wir es wirklich beeinflussen können. Aber, und das ist wiederum der Unterschied, wie sie wirken, also wie das auf uns wirkt, wie das bei uns ankommt, was wir daraus machen, anders gesagt, ja, das ist wiederum hochgradig individuell. Und da könnte man wieder die Zwillingsstudien nehmen, dass zum Beispiel ein Kind reagiert auf denselben Impuls so und das andere Kind reagiert so. Das ist hier mit gemeint. Dieses Schaubild zur inneren und äußeren Realität, vielleicht ist Ihnen das vorher auch schon mal begegnet, soll dieses Wechselspiel verdeutlichen aus innen und außen. Und die innere Realität, könnte man jetzt sagen, da sind die genetischen Anlagen, die wir schon thematisiert haben. Die körperliche Konstitution, da zählt zum Beispiel aber auch die Intelligenz dazu und die grundlegenden Strukturen der Persönlichkeit, die ja wiederum sich entwickeln und dann nach ihrer Entwicklung wiederum die weitere Entwicklung beeinflussen. Also das heißt, das ist wie Zinseszinsen, ja, es beeinflusst sich dadurch, dass es sich
beeinflusst sozusagen die weitere Entwicklung selbst. Und die äußere Realität, also die sozialen und die physikalische Umwelt, wird dann durch die Familie, das ist so die primäre Sozialisationsinstanz, schauen wir uns gleich noch genauer an, Freundesgruppen, sogenannte Peers, Erziehungs- oder auch Bildungseinrichtungen, also Kindertagesstätte, Kindergarten, Schule und so weiter, bis hin dann später auch zu beruflichen Kontexten und auch Universität. Ja? All das beeinflusst uns. Und das bildet wiederum dann die äußere Realität. Und Sie sehen, wir kommen schon zur dritten These. Und dazu sagt er, der Klaus Hohlmann, Sozialisation ist der Prozess der dynamischen und produktiven Verarbeitung der inneren und äußeren Realität. Sie wissen innere Realität, was das ist. Sie wissen äußere Realität, was das ist. In der Mitte befindet sich der Mensch und der versucht mit dieser inneren und äußeren, also mit den Einflüssen, mit den Impulsen von außen, die kommen, und seinen Möglichkeiten, also der inneren Realität, versucht er umzugehen. Und in dieser Verarbeitung entwickelt sich die Persönlichkeit weiter. Um es ganz kurz zu sagen. Und unter produktiv meint Klaus Hohlmann etwas Aktives, etwas Prozesshaftes. Also, obwohl Ihnen das vielleicht zum Teil gar nicht bewusst ist, ist es doch eine aktive Tätigkeit. Und biologisch, also wo das Ganze biologisch passiert, ist das Gehirn. Während gerade das menschliche Gehirn im Unterschied zum Tier, Klammer auf, zumindest gehen wir davon aus, Klammer zu, man weiß es nicht, ein Ort ist, der sich diesem Prozess selbst bewusst machen kann. Das heißt also, in der Regel ist es so, dass sie äußeren Umweltimpulsen, Einflüssen ausgesetzt sind und sich dies daraufhin weiterentwickeln im Rahmen ihrer Möglichkeiten, der inneren Möglichkeiten. Und normalerweise passiert das so. Es passiert ständig. Gerade im Moment auch. Ständig. Man kann es gar nicht ausschalten, wie ich vorhin schon sagte. Aber was wir können ist, und das ist insofern schon auch besonders, der Mensch kann sich dessen bewusst werden. Das heißt, wir können das reflektieren. Wir können in dem Moment sagen, in dem Moment, in dem es passiert, können wir sagen, das ist jetzt ein Umwelteinfluss, der macht gerade das mit mir, warum eigentlich? Und das ist insofern schon eine Besonderheit. Das heißt also, diese Reflexionsfähigkeit, die wir mitbringen, diese Prozesse entsprechend zu hinterfragen, überhaupt sich bewusst zu machen, erst einmal. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Klammer auf, das heißt aber trotzdem nicht, dass wir es ständig tun, weil es passiert ständig. Könnte man auch kaum aushalten, wahrscheinlich, wenn man sich immer dem bewusst würde, was da gerade passiert. Das heißt also, letzten Endes ist, und damit sind wir schon bei These 4, eine gelingende Persönlichkeitsentwicklung setzt eine den individuellen Anlagen angemessene soziale und materielle Umwelt voraus. Jetzt wird es pädagogisch, jetzt wird es pädagogisch normativ. Ja. Angemessen, was ist angemessen? Eine angemessene Umwelt. Ja. Und dann sagt er weiter, wichtigste Vermittler hierfür sind Familien, Kindergärten und Schulen. Und jetzt muss man erstmal, jetzt fangen wir zusammen bei den Basics an. Das ist definitiv die Familie. Die Familie ist und seit jeher die Vermittlerin, die Erschließerin der äußeren Realität. In der Familie wird auf die äußere Realität vorbereitet. Das Individuum erhält erstmal Schutz, damit es überhaupt die äußere Realität wahrnehmen kann. Und im Laufe der Entwicklung kommt es dann zu, man könnte sagen, so Auslagerungen. Gerade jetzt, wenn man es aus heutiger Sicht sieht, denken Sie an die Zeit vor der Industrialisierung, da war das gar nicht benötigt. Denken Sie an den landwirtschaftlichen Betrieb, da war die Familie nicht nur
sozusagen die erste Sozialisationsinstanz, sondern gleichzeitig auch die zweite Sozialisationsinstanz, nämlich auch Ausbildungsbetrieb und damit auch dritte Schule und damit zweite und sozusagen auch Ausbildungsbetrieb dann gleich dritte Sozialisationsinstanz. Und heute hat sich das ein bisschen differenziert. Ja? Das heißt, heute kommt es zur Auslagerung aus der Familie heraus, weil wir festgestellt haben, dass bestimmte Bereiche innerhalb der Familie nicht erfüllt werden können, aber auch nicht sollen, sondern dass Sozialität eher auch hergestellt werden kann, gerade auch außerhalb der Familie. Ich mache das jetzt mit, da müsste man eigentlich eine ganze Vorlesung dazu machen, über dieses Wechselspiel. Aber ich mache das hier wirklich nur ganz kurz. Idee hier ist, dass sich das ausdifferenziert, dass die Familie primäre Sozialisationsinstanz bleibt und dass sich zu und neben die Familie weitere Sozialisationsinstanzen gesellen. Und hier in diesem Schaubild wird das ein bisschen deutlicher. Da sehen Sie, das ist die Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitsentwicklung und dicht dran an der Persönlichkeit ist erstmal die Familie und die primären Bezugspartner, das sind aber auch, das ist Verwandtschaft, das sind Freunde. Und dann gibt es darüber hinaus noch eine sekundäre Sozialisationsinstanz, die ergänzt, was die Familie nicht leisten kann oder auch nicht mehr leisten muss heute. Und darüber gibt es dann noch den dritten Bogen und da werden wir dann bei Freizeitorganisationen, Betrieben, Universitäten und so weiter. Und da stehen jetzt interessanterweise auch die Medien. Und da möchte ich, wenn ich normalerweise bisher Klaus Hurlmann in vielen Punkten zustimme, was seine Thesen betrifft, Klammer auf, die sind, wenn Sie sich mit dem Thema weiter beschäftigt haben, müssen Sie sich irgendwann von diesen sehr einfachen Thesen verabschieden. Die Sozialisationstheorien, gerade wenn man sich noch weiterarbeitet und in diesen Theorien, dann sind diese Thesen irgendwann sehr simplifizierend, sehr vereinfachend. Das heißt, dann muss man diese Thesen irgendwann gut sein lassen. Aber für hier, für diese Situation, wenn es sozusagen um das Verständnis von Medienpädagogik geht, ist es trotzdem wichtig. Ja? Und hier widerspreche ich ihm jetzt aber. Weil er sagt, dass die Medien in der tertiären, in der dritten, also als dritte Sozialisationsinstanz sind. Und ich meine, das stimmt nicht mehr. Diese Grafik kommt aus einer Zeit, in der 1980er Jahre, 1990er Jahre, in der Medien noch nicht die Relevanz hatten, die sie heute haben. Wenn sich heute unsere Lebenswirklichkeiten anschauen, dann sind Medien lange nicht mehr erst nur als tertiäre Sozialisationsinstanz, sondern sind natürlich ganz selbstverständlich, gucken Sie die Jim und Kim Studien an, das MPFS, sind natürlich auch in der Familie zentral, bei den Peers sowieso. Ja? Insofern sind die Medien eher etwas, was heute quergelagert ist. Und da sehen Sie vielleicht schon eine erste Idee darauf, warum Sozialisation und warum das Beschäftigen mit Sozialisationsinstanzen hier für diese Veranstaltung ganz wesentlich ist. Das überspringe ich jetzt mal. Das überspringe ich auch. Ich lasse Ihnen das trotzdem in den Folien drin, damit Sie sich das anschauen können. Und die fünfte These würde ich auch nur ganz kurz machen. In der fünften These greift Klaus Hurlmann die Arbeitswelt auf und eben dann die Kontexte, die wir eher so mit Freizeit und Unterhaltung in Verbindung bringen. Kann man mal so stehen lassen, denke ich. Und die sechste These beschreibt den lebenslangen Prozess, also dass Sozialisation nicht etwas ist, anders vielleicht als so wie wir Erziehung verstehen, etwas ist, was ab einem gewissen Alter weniger relevant ist, oder vielleicht gar nicht mehr relevant ist, sondern Sozialisation ist etwas, was das Leben lang relevant bleibt. Wenn Sie jetzt an die fünfte These denken, also wenn sozusagen selbst tertiäre Sozialisationsinstanzen mit reinwirken, dann verstehen Sie dieses lebenslang. Und es ist hier tatsächlich nicht, normalerweise kennt man ja lebenslang, wenn es um
Gefängnisstrafe geht ja eher als negative Konnotation, aber hier ist es tatsächlich positiv gemeint und knüpft daran an, was wir vorhin sagten. In dem Moment, in dem sich Gesellschaft ständig verändert, ist natürlich auch Persönlichkeitsentwicklung zu keinem Zeitpunkt abgeschlossen. Also geht immer weiter. Und das meint das hier. Und in der 7. These macht er das zentral, was ich vorhin dem Gehirn unterstellt habe, dass wir Menschen die Möglichkeit haben, die eigene Entwicklung zu reflektieren. Und da sagt er, ein reflektiertes Selbstbild und die Entwicklung einer Ich-Entität sind Voraussetzungen für ein autonom handlungsfähiges Subjekt und eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Lässt sich Identität nicht herstellen, kommt es zu Störungen der Entwicklung im körperlichen, physischen und sozialen Bereich. Gut, so weit wollen wir nicht gehen, da müssten wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren. Aber der wesentliche Punkt ist hier sozusagen das autonom handlungsfähige Subjekt. Das ist Zieldefinition der Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann, denke ich, erreicht, ja, aber wirklich nie abgeschlossen.